der Wissenschaftssprecher der FPÖ, Andreas Karlsberg. Das heute zu beschließende Abkommen zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina über die wissenschaftliche Zusammenarbeit wird auch von uns Freiheitlichen begrüßt. Ich sage das sowohl als Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses, aber auch als Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses, dem stets an fruchtbaren bilateralen Beziehungen gelegen ist. Wissenschaftliche Abkommen sind grundsätzlich zu begrüßen, umso mehr als Bosnien-Herzegowina das letzte Land des ehemaligen Jugoslawiens ist, mit dem noch kein Abkommen besteht. Es ist also durchaus positiv, wenn nun die Mobilitätskosten gemeinsamer Forschungskooperationen und Veranstaltungen auf wissenschaftlich-technologischem Gebiet durch die beiden Vertragsparteien auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und unter Berücksichtigung nationaler Prioritäten finanziert werden. Auch die Einrichtung einer gemischten Kommission als Koordinierungsgremium ist sinnvoll. Wissenschaft und Technologie bilden die Basis wirtschaftlichen Erfolgs. So gesehen übernehmen sie auch eine wichtige Brückenbaufunktion und Mittlerrolle und können mittel- bis langfristig einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen unserer beiden Länder leisten. In diesem Zusammenhang vermissen wir Freiheitlichen allerdings noch genauere Zahlen zum dafür vorgesehenen Budget und zu den einzelnen Projekten, die diese Kooperation mit Leben erfüllen. Vielleicht kann man im Rahmen dieser wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit auch Ausgleichszahlungen für jene Studierenden aus Bosnien-Herzegowina verhandeln, die als EU-Ausländer österreichische Studienplätze in Anspruch nehmen und dadurch das ohnehin knapp bemessene heimische Wissenschaftsbudget belasten. Seit langem fordern wir Freiheitliche von der Bundesregierung, endlich mit der EU über kostendeckende Ausgleichszahlungen für den Überhang nicht österreichischer Studierende zu verhandeln, die heimische Studienplätze in Anspruch nehmen. Konkret geht es etwa um 600 Millionen Euro, die allein EU-Inländer verursachen. Das, was sich auf europäischer Ebene aus unerfindlichen Gründen so schwierig gestaltet, könnte im Rahmen des gegenständlichen Abkommens mit dem Nicht-EU-Mitglied Bosnien-Herzegowina von vornherein bilateral ausverhandelt werden. Denn es hat nichts mit mangelnder Weltoffenheit zu tun, wenn man in Finanzierungsfragen klare Worte findet und um Gerechtigkeit bemüht ist. Vielleicht ginge von solch einer bilateralen Einigung sogar eine Vorbildwirkung aus, die auf die europäische Ebene zurückwirkt. Wie auch immer, wir Freiheitliche werden dem Abkommen unsere Zustimmung erteilen. Zusammenarbeit ist immer gut und es liegt an uns, sie mit Leben zu füllen und gemeinsam das Beste aus ihr zu holen. Danke. Zustimmung also auch für das bilaterale Abkommen zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina im Bereich der Wissenschaft vom Wissenschaftssprecher der FPÖ, Andreas Karlsberg, und die Vorsitzende.